Bezeichnend ist, dass bereits am dritten Tag der Amtszeit von Donald Trump ein neuer Begriff geprägt wurde, alternative Fakten, als Synonym für Täuschung oder Unwahrheit. Interessant ist, dass sich dieser Begriff festmacht an einer absoluten Nichtigkeit, nämlich an der Frage, wie viele Menschen der Vereidigung des neuen Präsidenten beigewohnt haben. Ich gebe zu, dass es mich erschreckt, dass schon an einem solch kleinen Thema, an einer solch kleinen Frage, die Dünnhäutigkeit und auch die Eitelkeit des neuen Präsidenten sich so bahnbricht. Wir hoffen sehr, dass in Zukunft mehr Besonnenheit in das Weiße Haus eintritt. Das gute Verhältnis zwischen Deutschland und den USA, zwischen Europa und den USA, hängt nicht an Personen. Interessant ist die Reaktion mancher aus politischen Kreisen in Deutschland. Das Dümmste, was man darauf antworten kann, auf America First, ist wohl Germany First. Aber es hat führende Kräfte nicht nur der AfD, sondern auch der CDU/CSU gegeben, die tatsächlich sich hierzu herabgelassen haben. Die Antwort, die wir doch finden müssen, ist auf jeden Fall eine europäische. Gerade jetzt in Zeiten, wo sich das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika schwieriger gestaltet, ist es umso wichtiger, dass nicht jeder einzelne Nationalstaat seine eigenen Interessen vor die aller anderen setzt, sondern dass man gemeinsam im europäischen Rahmen Lösungen findet, wie man gemeinsam stärker ist. Das kommt am Ende allen zugute.